Ich glaube, ich habe dann nämlich irgendwas Informatives gesagt. Definitiv nein. Ja gut, worüber reden wir eigentlich heute? Ja, über so ein Ding da. So ein Ding. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es wurde mal wieder Zeit, ein Video rauszuhauen, nachdem ich gefühlt monatelang keins rausgehauen habe. Und ja, da bin ich wieder. Sorry für die Windgeräusche, ich habe dieses hässliche Puschelteil auf jeden Fall verlegt gerade. Warum so lange keine Videos? Ja, es lag daran, dass der Content gefehlt hat, aber ich bin jetzt gerade dabei, neuen Content zu schaffen. Es gibt nämlich ein neues Projektauto. Zu viel möchte ich auch nicht verraten, deshalb seid gespannt auf die nächsten Videos und heute geht es erstmal um die C3. Okay, nachdem ich jetzt 5-mal die Position gewechselt habe, nur um keine Windgeräusche zu haben, hoffe ich, dass es diesmal klappt. Kommen wir eigentlich mal zu ein paar Eckdaten des Fahrzeuges. Wir haben hier eine Corvette C3. Stingray ist immer so dieses Wort, was ich eigentlich am lustigsten daran finde, weil viele mal sagen, oh, das ist eine Stingray oder das ist eine Stingray. Stingray ist eigentlich nur die Form. Also Stingray heißt wortwörtlich übersetzt Rochen oder Stachelrochen. Also jede C3, die diese Form hat, ist eine Stingray. Was wollte ich noch erzählen? Ein V8-Motor. Ich glaube, das ist das Wichtigste für alle. Wir haben hier einen V8-Motor und zwar das aus dem Baujahr 1980 ist. Es ist krass, was 1980 einfach schon möglich war, ob es an Ausstattung ist oder einfach schon an der Leistung. Ne? Dieser Motor hat einfach 300 PS und das finde ich für dieses Baujahr schon ziemlich krass. Also wenn ich überlege, mein Vierzylinder hat 275 PS. Aber halt ein Turbomotor. Genau, was haben wir hier? Wir haben hier einen Vergaser drin. Vergasermotoren werden ja gar nicht mehr gebaut. Deshalb das Interessante, dass wir gleich nochmal genau auf den Vergaser eingehen, um einfach noch ein bisschen Klärungsbedarf zu klären. Was machen wir heute noch? Ganz interessant, wir machen heute ein 0 auf 100. Was machen wir noch? Soundcheck. Soundcheck auf jeden Fall auch. Ich habe sogar ein dB-Messgerät. Wäre schlau, wenn wir dafür ins Parkhaus fahren. Nee, komm, den machen wir nicht. Aber das Einzige, was ich gerade vergessen habe, ich habe vergessen, einen Zollstock mitzunehmen. Ich wollte eigentlich ganz cool, so wie die Soko immer mit dem Zollstock da so hinterstehen, ne? Oh, okay. Pi mal Daumen so ungefähr. Probefahrt steht auf jeden Fall nichts im Wege. Dadurch, dass der Spot gerade so geil ist und ich eigentlich noch ein bisschen Sommergefühle jetzt habe, würde ich eher noch mal unter die Motorhaube gucken. Da sind wir. Ja, ist ganz witzig. Die Motorhaube geht halt einfach komplett andersrum hier auf. Allein schon finde ich, dass Amican generell übelst schrauberfreundlich sind. So viel Platz kann man eigentlich nur von träumen als Schrauber. Was gibt es zum Motor zu sagen? Klar, es ist ein V8-Motor. Wir haben hier einen 300 PS starken Motor mit 396 Newtonmeter. Ja, was gibt es noch zu sagen? Oh, zentrale Nockenwelle. Der Motor wird über eine Kette angetrieben. Und was ich besonders interessant finde, ist der Vergaser. Ich meine, ganz krass natürlich ist schon mal der Filter, der hier oben drauf hängt. Aber Vergasermotoren. Extrem nice Thema, denn es werden ja gar keine Vergasermotoren mehr hergestellt. Es geht einfach auch eher um die Einspritzung. Ne? Im Vergaser geschieht ja die Einspritzung, das Luft-Benzin-Gemisch sozusagen im Zusammenhang. Und dadurch, dass wir es jetzt anders, wie zum Beispiel bei einem neuen Golf, es ist so, dass wir dann eine Direkteinspritzung haben. Dadurch kann halt punktuell viel mehr vom Gas was gemacht werden. Das ist bei der Kiste hier, gut, Baujahr 1980, ne? Nicht so einfach. Okay, ja, was haben wir halt noch so jetzt, worüber wir reden wollen? Eigentlich gar nichts. Ich würde sagen, einfach mal einsteigen und losfahren. Jetzt verlassen wir die wunderschöne Hafen City mal. Das war nicht zu. Nee, auch alte Autos sind manchmal Panzer. Soll ich schon mal ein bisschen was zum Interieur erzählen? Ja. Ja. Was gibt's hier zu erzählen großartig? Also, was die Ausstattung angeht, ist krass. 1980, also das muss ich erstmal vorspielen. Ich weiß gar nicht, ob das so geht. Ist das wild? Elektrische Fensterheber.
Vor allem, wie schnell die sind. So, okay, hat schon mal aufgehört zu heulen hier. Wie schnell die sind, ne? Ja, extrem. Die Scheibe fällt einfach runter. Das ist schon krass, finde ich. Ey, das ist halt 41 Jahre her, ne? Ja. Das ist Wahnsinn. Krass. Ja, recht interessant. Ich habe als erstes, als ich das erste Mal eingestiegen bin, habe ich gedacht, wie, das Auto hat nur 3 Gänge? Nee, 3 Stufen Automatikgetriebe. Also ist klar, du kannst ihn natürlich jetzt auch im ersten die ganze Zeit quälen und sagen, ah, ne? Also hört sich auch, finde ich, tatsächlich ein bisschen lauter an. Aber du kannst ihn halt auch immer auf 3 stellen, so. Dieses andauernde Schalten ist halt absolut nicht gut fürs Getriebe. Deshalb lasse ich ihn auch eigentlich immer auf der 3. Es sei denn, da kommt ein Tunnel, dann kann man ihn nochmal schön auf die 1 hauen, so. Ist jetzt nicht schlecht, aber sollte man halt wirklich nicht zu oft machen. Lenkrad, es ist einfach nice, weil es ist nicht viel dran. Man braucht gar nicht viel Kladderadatsch. Es ist ein altes Auto. Man merkt es absolut am Fahrverhalten. Er zieht leicht nach rechts, aber mein Gott, es ist ein altes Auto. Ja, wir haben hier noch so ein paar Anzeigen. Also, wir sind heute mal früh dran mit Film. 10 Uhr morgens hier natürlich. ja. Tankanzeige ist ganz klar, Kühlmitteltemperatur, Öl. Tacho geht bis 260. Also 205 bin ich auch schon mit dem gefahren. Aber mehr fühlt sich einfach nicht gut an mit dem Fahrzeug. Ich würde sagen, wir schmeißen den Hobel mal an und ja, fahren erstmal eine kleine Tour. Düsen wir mal los. Wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Ich glaube, Elbbrücken wäre das Schlauste, denn wir müssen ja eigentlich von 0 auf 100 Rennen mal machen. Nein, kein Rennen, aber eine Messung auf jeden Fall. Dafür habe ich uns auch was besorgt. Ein Zeitenmessgerät, beziehungsweise es wird über GPS gemessen. Und ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal eine kleine Runde und dann ja, die Leute gucken aber auch immer. Ne? Oh, guck mal, noch einer schöner. Hier, Mercedes. Toll. Schöner Oldtimer. Man ist auf jeden Fall ein Blickfang in diesem Auto. Gerade als Frau habe ich das Gefühl. Also jeder auch eben, wo wir noch da unten standen, kam erstmal so ein Typ und meinte so, schönes Auto. Oder irgendwie hat er gesagt, ich glaube, der ist auch schön oder sowas. Also egal wo, so Leute, die ein Faible für Autos haben, die quatschen einen halt immer an. Ist natürlich auch klar, hey, ein Auto, was so alt ist und so geil aussieht. Also man muss einfach wirklich sagen, damals, als sie das Auto gebaut haben, was die Amis sich eigentlich dabei gedacht haben. Ne? Ein Auto, was wirklich, deshalb auch Muscle Car, seine Muskeln spielen lässt. Du musst gleich mal Fenster runter machen, weil wir kommen an einem Tunnel vorbei. Kleiner Soundcheck unterm Tunnel. Es bringt halt so einen Spaß, dieses Auto. Also, ja, altes Auto hin oder her. Also bei diesem Auto Spaßfaktor 100, wirklich. Und vor allem, es ist eigentlich auch so eine richtige Gangsterkarre, ne? Also zumindest war es damals eine richtige Gangsterkarre. Das ist so wie jetzt bei Mercedes, der SEC. Der SEC war so diese typische Gangsterkarre bei den Deutschen hier so. Und so kann man das hier eigentlich mit der Corvette vergleichen. Die C3 war eigentlich so damals die krasse Gangsterkarre in Amerika. Das hier auf jeden Fall immer der beste View Richtung Kühlbrandbrücke. Ja, dezent ein bisschen nach rechts, also wenn ich jetzt loslasse, ja, man muss festhalten. Ja,
Es sind breite Reifen drauf, es ist ein breites Auto. Du riechst es auch absolut, dass er keinen Cut hat, ne? Also es ist schon geil, ne? Also ja, kurz getankt hier eben für 1,78. Das geht doch nicht. 1,78. Ich glaube, das sagt alles, oder? Ich wollte eigentlich zuerst eine Zeitenmessung machen. Wir haben zufälligerweise noch Stepan getroffen, der uns für eine kleine Aufnahme ausgeholfen hat. Hier schon einmal vielen Dank. Unten in der Videobeschreibung seht ihr auch seinen YouTube-Kanal. Checkt den auf jeden Fall mal ab. Also ich wollte eigentlich zuerst ein Zeitenmessen machen. Ich finde, das können wir auch noch leicht im Dunkeln, weil wie man sieht, ist es schon so weit, dass die Sonne fast untergegangen ist. Deshalb machen wir gleich erstmal einen Soundcheck an einem Special-Ort und dann geht's los zum Zeitenmessen. Ja, wir sind angekommen auf unserer abgesperrten Teststrecke. Wie man sehen kann, steil geradeaus. Hey, da sieht wild aus. Ja. Aber bevor wir jetzt 0 auf 100 machen mit dem Draggy, wollen wir natürlich einmal nochmal den Sound checken. Hallo, 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 hallo. Ich habe keinen Plan. Ich schätze mal so einen halben Meter Abstand. Muss man auf jeden Fall... Ich glaube 80 Zentimeter, ne? Na, das ist zu weit. Keine Ahnung. Korrigiert mich. Ist jetzt schon laut, ne? Das sind die Grillen. Grillen? Die Grillen. Let's go. Starten wir mal den Motor. Ich weiß nicht, bis wo ich drehen muss. 3000. Das war echt laut, oder? War das bis 3000? Ja, ich habe sogar ein bisschen drüber gemacht. War das maximale? 116? 116. Du Scheiße. Okay. Ich denke da mal so 110 wird schon so... Passen. Krass. Hätte ich nicht mit... Ich habe gedacht, wir bleiben irgendwie so knapp auf 100, ne? Aber 116 ist schon krass. Vorhin sind wir einmal schon durch den Tunnel gefahren. Das hat sich auch mega heftig angehört. Aber dass er das wirklich ausspuckt, wild. Gut, ja, dann würde ich sagen, 0 auf 100. Let's go. Alles klar, gib's drauf. 3, 2, 1. Okay, wir müssen nochmal. Ich glaube, nee. Nämlich, Digga, das war gar nicht gut gerade. Das war gar nicht gut. Hast du Angst gehabt? Ein bisschen, ja. Digga, ich dachte, du hast immer weitergezogen. Wir sind schon Richtung Busch gefetzt. Du musst entspannter sein. Okay, let's go. Okay, Real Talk. Die Zeit ist echt nicht gut. Aber der Boden hier ist so schwierig. Also ich bin am Anfang so krass weggerutscht, dass ich gedacht habe, okay, wenn du jetzt noch mehr gibst, dann liegst du in der Hecke. 0 auf 100 Rennen gemacht. Der Boden war leider nicht ganz so geil, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Es war teilweise wirklich rutschig. Ich meine, gut, es ist ein Heckantrieb, ne? Was erwartet man da? Aber ich muss sagen, es hat sich durch die Gehkräfte einfach so krass angefühlt, wie man auch einfach in den Sitz gedrückt wird. Ich habe mal jetzt gerade geguckt, von 0 auf 100 sind es 6,8. Also wir haben tatsächlich, hier steht es, 6,8 von 0 auf 100. Also wir haben tatsächlich so eine Sekunde verloren. Aber im Endeffekt muss ich auch sagen, ist es okay. Das piept hier. Wecker. Ah ja, perfekt, gut. Wir wurden jetzt geweckt, pünktlich, ne? Genau, ja, pünktlich, um das Video zu beenden. Es gibt, glaube ich, gar nicht mehr so viel zu sagen über die C3. Optisch ist dieses Auto einfach ein Hingucker. Zum einen die Farbe, das Rot ist immer auffällig, es ist wahnsinnig geil. Du wirst überall wirklich angeguckt und es bringt einfach Spaß, dieses Auto zu fahren. Wir haben heute echt schöne Aufnahmen gemacht. Wir sind über die Kölbrandbrücke gefahren. Wir haben 0 auf 100 Rennen gemacht, also eine Zeitenmessung. Wir haben einmal ja, gemessen, wie laut ist das Fahrzeug eigentlich. Im Großen und Ganzen einfach gezeigt, wie cool dieses Fahrzeug aus dem Jahr eigentlich ist. 41 Jahre und für 41 Jahre bin ich mega stolz, dieses Auto fahren zu dürfen. Und ja, somit war es auch schon mit dem Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da und das Abo nicht vergessen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf ein weiteres Video, wo ihr bald zuschaut.